Ja, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Und ich habe gerade eine Antwort, eine E-Mail, die habe ich gar nicht gesehen. Kunstausstellung Defending Ukraine, Bearbeiter Barton, 17.04. Der Präsident des Landgerichts, sehr geehrter Herr Bellinghaus, anliegendes Schreiben übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme. Mit freundlichen Anordnung auf Anordnung Knappheide. So, dann klicke ich hier und dann kommt die Überraschung. Der Präsident des Landgerichts Münster, Dankeschön, Herr Ulrich Schambert. Ich habe mich auch ein bisschen lustig gemacht über die Shanti-Sache und so. Ich hoffe, Sie vergeben mir das. Es tut mir leid. Ich wollte gehört werden und das haben Sie jetzt. Sie haben mir aber wieder eine Absage geschrieben. Ist ja auch okay. Ich dränge mich nirgendwo auf. Ich verstehe Ihre Position mehr, als Sie denken. Hier ist Kunstausstellung Defending Ukraine im Bellinghaus, bla bla bla. Grüne Internetanfrage, das verstehe ich jetzt nicht. Sehr geehrter Herr Bellinghaus, Ihre Eingabe vom 22.03.24 gibt mir keinen Anlass zu einer abweichenden Entscheidung. Es bleibt deshalb dabei, dass ich das Schreiben vom 27.03.24 angebotene Kunstprojekt am Landgericht Münster nicht durchführen werde. Weitere Eingaben Ihrerseits in dieser Sache werden nicht mehr beschieden. Mit freundlichen Grüßen, Schambert. So, nochmals, herzlichen Dank, Herr Präsident des Landgerichts Münster. Wenigstens haben Sie darauf geantwortet, auch wenn das wahrscheinlich über Herrn Barton kam. Hier, Herr Barton, und das ist wirklich unfassbar. Dieser Mann ist einer der drei Richter, die mich rausgeschmissen haben. Die haben noch nicht mal mich angehört im Landgericht. Herr Barton, es kommt alles raus. Alles wird rauskommen. Ich habe nämlich genug Beweise. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie drohen oder sonst wie, aber ich würde Ihnen den Tipp geben, Herr Präsident Ulrich Schambert, canceln Sie sofort das Theater Münster im Landgericht und reden Sie mit Herrn Wrobel, dass er es auch im Amtsgericht rausschmeißt. Weil unter dieser kriminellen Führung, unter einer Katharina Kostolmein, die 45 Leute rausschmeißt und dann ihren Mann einsetzt, das müssten auch Sie verstehen, das geht gar nicht. Das geht nicht. Das ist komplettes Unrecht. Ich habe mich auch bei dieser Frau beworben. Ich hätte das 1000-mal besser gemacht als ihr Alter. Das wissen Sie auch. Ich hätte nämlich ein bisschen Humor mit reingebracht. Der Typ stand da, ich wusste gar nicht, wer er ist. Und bin dann hin und habe gesagt, ich brauche nur einen Anwalt für die Kirche, gegen die Kirche. Und dann sagte er, habe ich das erst rausgefunden. Das war alles zufällig und doch kein Zufall. Das meine ich genau so. Und insofern finde ich, das war wie eine Fügung. Und ich gebe Ihnen den Tipp, wie kann das Landgericht Münster neutral sein? Sie reden von Neutralität. Das war der Ablehnungsgrund für mein Kunstprojekt. Ich brauche das nicht da aufstellen. Ich kann auch so überleben, das wissen Sie. Und ich wollte es nur als einen guten Willen, weil Sie die Ukraine-Fahne vor der Tür haben, vor dem ganzen drei Justizgebäuden. So, und das war einfach nur eine freundliche Geste. Jetzt kommt da von dem Barton kommt eine Absage, das ist der Kerl, der mich obdachlos gemacht hat. Sagen Sie mal, was ist bei Ihnen los? Haben Sie schon mal ein Stück von Ferdinand von Schirach gelesen oder ein Buch gekauft oder sonst was? Bin ich mir sicher. Und bei mir machen Sie hier dieses Hickhack. Ich kann nichts für meine Großeltern, Herr Ulrich Schambert. Ich habe das schon in Ihrem Landgericht laut und deutlich rausgebrüllt am 23.06.21 und wurde von zwei Schöpfen freigesprochen. Und das wissen Sie auch. Insofern würde ich Ihnen raten, wenn Sie mir hier einen Vortrag halten wegen Neutralität im Landgericht und so weiter, dann würde ich Ihnen sagen, das sieht scheiße aus, wenn Sie da das Theater da haben und dann wird jemand, der gegen das Theater vorgeht, verknackt und ich bin mir sicher, das Urteil sieht negativ für mich aus, weil das ist jetzt schon eine Indikation hier vom 17. April. Also, wie gesagt, ich gebe auf, ich gebe nicht auf, nee. Aber ich gebe jetzt auf,
da mir irgendwie, dass ich mir da was ausrechne. Ich habe ihnen jetzt schon 4 Projekte angeboten. Eins direkt vor der Tür mit Kreide und die Stationen des Holocaust und des ganzen Völkermords und allem. Das wollte ich machen. Sie wissen, Sie kennen das Video und Sie haben es auch abgelehnt. Also ist okay. Es ist alles gut. Nur achten Sie auf die Neutralität Ihres Hauses. Es geht nicht, wenn eine kriminelle Intendantin, die gemeinsam mit ihrem Vertreter nachweislich eidesstattliche Versicherungen brechen, das ist eine schwere Kriminalität und ein krimineller Akt, und ich kann es 1, 2, 3 mit links und rechts kann ich nachweisen, wo genau sie gelogen hat. Und das ist kriminell. Und deswegen muss Frau Kostolmann rausfliegen. Die hat sich nämlich noch tiefer in die Scheiße reingeritten mit ihrem Ramzi Al-Khaleesi. So, jetzt wird die Musik sehr laut und schon ein bisschen nervig. Deswegen höre ich jetzt auf. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Präsident. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mal geantwortet haben, auch wenn es wieder negativ ist. Es gibt ja nichts anderes. Alles Gute, Gottes Segen und eine weitere schöne Karriere als Shanti. Tschüss.